Ja, also ich sag mal, vom Farbton her müsst ihr Grau nehmen. Also hier diesen Bereich. Grau mit mischen immer mit ein bisschen Elfenbein. Weiß wäre zu hell. Da kann man zum Schluss ein paar feine Härchen noch machen. Aber dann wirkt das Weiß ja mehr. Ihr wisst ja, Salz in der Suppe. You see, you need a color tone like this one, 270. It's a warm gray tone. Don't use complete white. You can mix it with white and with ivory and at least a little bit of some white hairs. So the effect is bigger. So, machen wir die Haare noch nicht so ganz rauszeichnen, weil wir ja noch den Hintergrund machen. Ihr könnt natürlich auch zuerst den Hintergrund zeichnen. You can also make the background first if you want. Wichtig ist, macht nicht alles so gleichmäßig, ne? Das wisst ihr. Lieber etwas großzügiger verteilen. Don't make it too equal. Auf jeden Fall müsst ihr viele kleine Haare malen. Das ist ganz wichtig. You have to draw many, many little hairs. Das muss also gut ausgefüllt sein. Sonst kriegt ihr diese Struktur nicht hin.
So, dann können wir mit Weiß ein paar weniger Haare heller machen. And now a little hair is white. Dadurch wirkt das Weiß erst richtig. Weil komplett weiß würde zu einfach zu hart aussehen. Complete white look too hard. Looks too hard. Das ist ein bisschen schmaler hier. So, hier können wir auch noch ein bisschen aufhellen. Ich muss mal gucken. Also wirklich nur ein paar ganz wenige Haare. Only some few. Yes, in white. Jetzt machen wir das Ohr von dem Gepard. Now we make the ear of the cheetah. Mal kurz gucken, dass ich hier die richtigen Farben habe. So, ich habe meine
mein Tisch etwas nach oben geklappt und ich denke mal, jetzt könnt ihr das wahrscheinlich auch viel besser sehen und ich kann besser arbeiten. Hätte ich auch eher auf die Idee kommen können. I make my drawing table in a better position. I think you can see better and I can work better because I'm nearer on the portrait. Ja, und auf solche Ideen kommt man immer etwas später. Mal kurz gucken. Von dem Hintergrund malen. Das little one that is background. Dann gehe ich nochmal mit einem Schwämmchen drüber. So, now it's correct. Versuche ich erstmal so ein bisschen die Grundzüge. A little bit of roughly.